Kann ich kurz eine Frage stellen? Wir müssen uns auch lieber nicht? Nee, lieber doch? Nicht. Warum bist du hier heute? Das ist insofern ein Angebot, wie auch. Ist nur ein YouTube-Kanal, ist nichts Schlimmes. Sag doch einfach. Ich bin hier, weil ich mich halt für die Demokratie und gegen Faschismus einsetzen möchte. Und was ist Faschismus genau? Wählt wen und was ihr wollt. Aber Rassisten, Antisemiten, Faschisten und Rechtsextremisten kommen bei uns nicht in die Tüte. Auf dem Weg ins Auenland, auf dem Weg auf den Kinderflohmarkt, auf dem Weg zur linksextremen Demo. Entschuldigung, worum geht's denn heute hier? Wir haben es nicht ganz verstanden. Es soll eine Riesendemo gegen rechts sein, oder? Das ist die Demo gegen die Waffenexporte. Ist das von der AfD, oder? Nein, das ist keine AfD. Das ist von Linken. Von der Linkspartei, die Linke, von der DKP und von der FRIKO. Von der Bündniskoordination. Ah, okay. Also es ist eine Mischung aus Linke und AfD, oder? Nein, überhaupt keine AfD dabei. Ist die Party schon vorbei? Nein, wir haben... Ah ja. Das war auch heute für mich eine wichtige Demonstration, weil es wirklich ganz wichtig ist, sich immer wieder anzuhören, was andere Leute denken und zu versuchen zu verstehen, warum sie dann so handeln. Es war immer wieder ein ähnliches Muster da, wobei auch durchaus differenzierte Meinungen anzutreffen waren. Aber für alle ist irgendwie klar, wir können Masseneinwanderung gar nicht aufhalten. Und selbst wenn wir es könnten, sollten wir es nicht aus humanitären Gründen. Sind Sie denn von der AfD? Nein. Niemand ist von der AfD. Okay, weil wegen Waffenlieferungen, deswegen frage ich. Wieso? Wir sind gegen Waffenlieferungen und wir sind auch gegen Waffenlieferungen an Israel. Ah, okay, alles klar. Aber das hat nichts mit AfD. Ganz kurz, wenn Sie kurz aufhören, die Kamera zu behindern. Und Sie können gerne sagen, was hier los ist. Sie müssen gar nicht, Sie laufen uns ja hinterher. Wir haben die Damen doch gefragt, Sie kommen doch auf uns zu. Also, heute geht es um Waffen oder gegen Waffen? Wo finden wir die anderen Linksextremen? Da wollen 10.000 irgendwo sein. Sind die auch hier? Also, Sie kamen doch zu uns. Ich dachte, Sie haben Bedürfnis mit uns irgendwas. Ich habe kein Bedürfnis. Ach, Sie haben kein Bedürfnis. Okay. Da, seid ihr alle da? Wow. Ich bin auch da. Ich bin immer noch überwältigt. Das ist so ein starkes Zeichen. Hier als Finale der Demokratieproteste. Seit Januar haben wir so viele Prozente der AfD abgerungen. Die Europawahl ist morgen und wir stehen... Sie wollen nicht braun werden, kann das sein? Ja. Ist das eine Gefahr auf der Demo, braun zu werden? Ja. Wir fangen mit der Baseline an. Alle zusammen gegen den Faschismus. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich leg los. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen Kommunismus! Alle zusammen gegen Kommunismus! Gegen den Faschismus hieß es dauernd, habe ich gehört. Ja, natürlich. Hat's geklappt? Natürlich, ganz wunderbar. Ja, alle Faschisten weg jetzt? Wir sind alle da, naja, das sind sie nicht weg. Okay. Aber wir müssen Stärke zeigen und wir sind wir. Und wir sind viele. Wer ist denn wir? Ja, alle hier. Alle, die hier sind und noch viel mehr, okay. Die nicht kommen konnten. Ich habe eine Ahnung, warum Sie hier sind, aber... Ja, klar, genau. Aber vielleicht einen konkreten Grund, ein, zwei Gründe dafür? Und was glauben Sie, warum wählen die Leute überhaupt solche Parteien wie die AfD oder rechte Parteien in Europa? Warum machen die das? Ja, das sind Leute, die sich hier nicht integrieren wollen oder können. Welche ist die Wähler, meinen Sie? Die AfD wählen. Ach so. Das kann schnell kippen, man hat es gesehen. Es geht um die Verbreitung der Ideologie, nicht so sehr um die konkrete Politik heute schon. Das sehe ich so. Okay, alles klar, dann Vorsicht mit der Sonne, sonst werden Sie auch ein bisschen braun. Das sage ich nur als Scherz. Und wie wichtig, denn die anderen keimen sich ein. Und bemerkenswert ist, dass die Leute diese Textbausteine wirklich abspulen. Wenn man dann nachfragt und mit konkreten Hinweisen kommt, wer woher kommt, beziehungsweise welche Zahlen dahinter stecken und welche Probleme sich ergeben, Kriminalität, Wohnungsmarkt, was auch immer, dann wird es relativ schnell sehr dünn. Wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel, haben wir über zehn Messertaten pro Tag. Aber sollen wir vor lauter Angst, vor irgendwelchen Dingen, die da passieren, unmenschlich sein? Nee, nicht unmenschlich, aber vielleicht überlegen, ob dann 10 Messertaten am Tag in Berlin ein Problem sind, weil sie stärken damit die AfD, müssen Sie sagen. Wenn Sie sowas nicht beachten, stärken Sie die AfD, glaube ich. Bevölkerungswachstum, gerade in Afghanistan und so weiter, ist ja sehr groß. Also in Afrika gibt es alle 12 Tage 1 Million Menschen mehr. Wie gehen wir damit um? Weil da kommen ja auch immer mehr. Ist das, da müssen wir alle aufnehmen oder wie ist das?
Na, dafür sorgen, dass sie vielleicht gar nicht erst auf sich müssen, auf den Weg machen. Sagen, wie machen wir das? Hilfe heimatnah statt neuer Flüchtlingswelle. Unsere Position zu Afghanistan. Wir müssen versuchen, dort in den Ländern Verhältnisse zu organisieren. Das ist schwierig und das ist längerfristig, ist klar. Sie nicht kommen, aber... Und gerade wenn es um soziale Aspekte geht, im Ausland, wer wie lebt, unter welchen Bedingungen, dann finde ich, darf man durchaus zunächst einmal fragen, wie Menschen in Deutschland leben, was wir für unsere Leute tun können. Und dann kann man überlegen, was man vielleicht auch für Menschen im Ausland tun kann, aber die dann auch im Ausland bleiben. Weil mit 10 Euro kann ich sicherlich irgendwo auf der Welt mehr erreichen als mit diesen 10 Euro in Deutschland. Wie gesagt, die kommen. Wir können es nicht verhindern, es sei denn, wir schießen auf die. Ja, also ich, okay, ja, nee, will keiner, bin ich bei Ihnen. Also Italien versucht es, Spanien. Da dieser spanische Enklave an Marokko? Ja, ich war da. Riesenhohe Stacheldrahtzäune und weiß ich was alles. Ist das die Alternative? Vielleicht, also wenn es 8 Meter nicht. Nee, ich frage nur, also vielleicht. Also wenn 8 Meter nicht reichen, macht man sie vielleicht 12 Meter hoch. Ihnen ein reizendes Wochenende. Alles Gute, viel Sonne, ja? Alles Gute, tschüss. Wir werden weiter versuchen, zumindest Videos zu machen, in denen solche Botschaften gesendet werden. Ob wir die richtigen erreichen, auf dieser Demo... Bisher kein.